Wir glauben an eine Zukunft, in der Nachhaltigkeit im Zentrum unserer Vision steht. Wow! Hat er gerade Vision gesagt? Das ist so 2010. Die Zukunft ist jetzt. Wie wäre es mit etwas mehr Realität? Wir stehen hier auf dem Dach unseres Fuchs-Produktionswerkes in Spanien. Alles voller Solarpaneele. Und das ist nur ein Vorgeschmack. Wo immer möglich, rüsten wir unsere Produktionsstandorte auf grüne Energie um. CO2-neutral seit 2020. Yep, ist alles echt. Wir arbeiten verstärkt mit Zulieferern, die dasselbe Ziel verfolgen. Wir wollen eine komplett nachhaltige Lieferkette. Den ganzen Weg vom Rohmaterial über die Produktion bis hin zu Ihnen. Rüber, rüber, noch ein bisschen, Leute. Kommt schon. Perfekt, perfekt. Und 2025 sind wir soweit. Apropos Rohmaterial. Wie schaffen wir es, damit nachhaltiger umzugehen? Sie forschen an ein paar Sachen. Das Recyceln von Abfällen zu Rohstoffen oder Materialien aus erneuerbaren Rohstoffen. Alles Spitzenwissenschaftler. Klasse. Aber was noch wichtiger ist, als die Nachhaltigkeit bei Fuchs auf den Weg zu bringen, ist unseren Kunden zu ermöglichen, mit mehr Nachhaltigkeit zu agieren. Mit Schmierstoffen und Thermofluiden, die noch mehr leisten. Ah, danke. Hier holt sich unser CEO Stefan Fuchs gerne seinen Nachmittagssnack. Kommen Sie. Also arbeiten wir derzeit wirklich mit Container? Ja. Hallo, die Herren. Hi. Hey, Markus. Ich liebe diese Fritten. Ja. Wusstest du, dass wir Schmierstoffe aus Frittieröl herstellen? Wusste ich nicht. Aber tatsächlich setzt das die Kreislaufwirtschaft in die Tat um. Oh. Ah. Schmierstoffe leisten Schwerstarbeit. Und mit unserem Premium-Hydrauliköl spart dieser Bagger bei über 8000 Betriebsstunden um die 30 Tonnen CO2. Das ist gewaltig. Oh, ja, okay. Nachhaltigkeit ist mehr als nur eine Vision bei Fuchs. Es ist die Realität. Was könnten wir alles einsparen, wenn wir Premium-Schmierstoffe von Fuchs in unseren Maschinen nutzen, in unseren Fabriken, in unseren Autos und Eisenbahnen? Und natürlich auch überall im Alltag. Fuchs, moving your world, indem wir Kunden ermöglichen, nachhaltiger zu arbeiten. In echt.